berichtete hat exklusiv auf der IFA im Xperia Live Bus von Sony die Möglichkeit, sich das Sony Xperia Z1 anzugucken. Das ist das neue Flaggschiff von Sony, was jetzt noch im September 2013 auf den Markt kommen wird, zu einem Preis von 679 Euro. Wie man hier sieht, ich habe ja auch schon mal den Browser aufgerufen, wir haben dazu auch schon einen kurzen Review geschrieben. Das Besondere an diesem Gerät hier ist die 20,7 Megapixel Kamera. Diese kann man auch aktivieren hier über diesen kleinen Knopf hier an der Seite. Na. Das Besondere an dem Sony Xperia Z1 ist die Kamera. Diese hat nämlich eine Auflösung von 20,7 Megapixel. Wie wir hier sehen, haben wir hier auch schon das Menü. Ich kann das noch mal kurz aufrufen. Hier können wir Voreinstellungen nehmen, wie zum Beispiel eine Gesichtserkennung aktivieren oder meinetwegen auch den Link zum Hals erstellen. Jenseits der Kamera mit 20,7 Megapixeln ist das Sony Xperia Z natürlich State of the Art. Wir haben hier einen 2,2 GHz schnellen Quad-Core-Prozessor, einen Snapdragon 800. Außerdem ist dieses Sony Xperia Z1 wie der Vorgänger staubdicht und wasserdicht nach den Normen IP55 und 58. Darüber hinaus haben wir natürlich hier ein sehr, sehr hochauflösendes Display. Das ist ein Full-HD-Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten. Dieses Display misst in der Diagonalen 5 Zoll, also wie beim Sony Xperia Z, dem Vorgänger. Auch internettechnisch ist natürlich das Sony Xperia Z1 voll auf der Zeit. Wir haben hier LTE an Bord und zwar auch Kategorie 4. Das heißt, dass dieses Gerät hier Downloadraten von bis zu 150 Megabit pro Sekunde realisieren kann. Das ist heute schon in 4 Städten Deutschland möglich im Vodafone-Netz. Die Telekom wird in den nächsten Tagen ihr LTE-Netz auch auf Kategorie 4 nach und nach aufrüsten. Also hier haben wir dann auch wahnsinnig hohe Downloadraten. Wer jetzt kein LTE hat, kann mit diesem Sony Xperia Z1 auch via HSBR Plus mit bis zu 42,2 Megabit pro Sekunde surfen oder natürlich, wie wir jetzt hier gerade, über WLAN. Vom Design her orientiert sich das Sony Xperia Z1 am Vorgänger, hat hier diesen bekannten silberfarbenen Powerbutton und das sogenannte Omni-Balance-Design. Der Akku, der in diesem Gerät fest verbaut ist, hat eine Kapazität von 3000 mAh. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, ich kann das hier nochmal kurz zeigen, Micro-SD-Karten einzulegen. Das sind Karten mit bis zu 64 GB. Der interne Speicher des Sony Xperia Z1 beträgt 16 GB. Das Sony Xperia Z1 verfügt darüber hinaus auch über Play Memories. Das ist eine Cloud-Applikation, die Sie auch auf anderen Sony-Geräten finden, zum Beispiel auch auf Tablets oder meinetwegen auch auf Notebooks, in Vio-Notebooks oder auch bei Sony-Fernsehern. Diese Anwendung ist zum Beispiel auch ganz praktisch, um das Sony Xperia Z1 zu verbinden mit dem Kameraobjektiv, was man hier noch darüber hinaus an das Gerät andocken kann. Ich kann das nochmal kurz vormachen. Das Ganze läuft über NFC. Sie haben ja hier auf der Rückseite die NFC-Schnittstelle. Die beiden Geräte werden verbunden und Play Memories wird automatisch gestartet. Man kann natürlich auch darüber hinaus das Objektiv nicht nur separat halten, sondern auch hier auf das Sony Xperia Z hinaufschieben. Hier gibt es dann die Möglichkeit, auch das ganze Gerät zum Beispiel weiter nach rechts zu verschieben oder meinetwegen auch nach links zu verschieben. Also hier haben Sie wirklich diverse Möglichkeiten, sich das Duo aus Smartphone im Sony Xperia Z1 und Kameraobjektiv zusammenzustellen. Von der Vorderseite sieht das Ganze dann so aus.